probiere mal, die Truhe mal eben zu öffnen. Schleichen macht nur Sinn, wenn einem dabei keiner zusieht. Ich weiß auch gar nicht. Der wacht jedes Mal auf, wenn wir hier langschleichen, warum das so ist. So. So, da haben wir hier einmal Perle, ein Smaragd. Und Energiewelle. Schaden 50. So richtig doll war das jetzt auch nicht. Cunningham? Aufwachen. Wer? Wie? Was ist los? So, pass auf. Ich habe noch ein paar Fragen. Nur zu. Kannst du mir sagen, wo besondere Blumen wachsen? Nun, ich empfehle euch, dort zu suchen, wo ein niedriger Luftdruck herrscht. Niedriger Luftdruck? Anders formuliert, ihr müsst in luftigen Höhen Ausschau halten. Sucht die Behausung der Eingeborenen auf. In ihrer Nähe werdet ihr gewiss fündig. Hier wächst scheinbar jede Pflanze in den Bergen. Nicht jede, aber die besonderen Exemplare schon. Kommst du mit deinen Forschungen gut zurecht? Gewiss, gewiss. Doch schweife ich momentan in die Lyrik ab. Das mag wohl an der fremden Schönheit liegen, die ihr mit euch brachtet. Es mag euch seltsam vorkommen, aber würdet ihr euch bereit erklären, einem Gedicht zu lauschen? Ja klar, als immer. Klar, fang an. Ihr seid so gütig? Nun denn. O holde Schönheit ferner Länder. Mir fällt gerade ein, ich habe doch keine Zeit. Zu schade. Aber auf bald, mein junger Freund. Ach, schade, ich hätte es gern gehört. Was? Ach, nichts, ist schon gut. Das kann warten. So. Eine blaue Blume in luftigen Höhen. Ich werde erstmal mich noch mal hinlegen, hier zu schlafen. So, hier aufwachen, schlafen. So, zack. Was? Ach, nichts. Ist schon gut. Das kann warten. Wir waren doch schon so viel in luftigen Höhen. Nein, lass mich dein Wegweiser sein. Was? Bei dem kommen wir auch gar nicht weiter, ne? Das ist doch offensichtlich. Aus der Du. Mal eben gucken, also wir haben hier. Das lasse ich mir jetzt einmal mal eben anzeigen. Das romantische Geschenk, wo soll das denn jetzt sein, bitteschön? Auftraggeber. Oder müssen wir noch mit einem Papageienflug? Ja gut, wir waren hier in dem verbotenen Tal noch nicht, ne? Ich teleportiere mich mal eben hin. Wir können uns ihren Blicken nicht entziehen. Und wenn der Schlaf dich übermannt, ist es... Es kann sein, dass das da drin ist. Wir müssen den Matt jetzt ja auch mal einfach mal hier loswerden. Baraka wird wachen. Na okay, das heißt, er ist noch nicht so weit.
Dann gehen wir nochmal zurück zum Lager, beziehungsweise... Hier, Hawkins. Ein gutes Bündel aufwagen sollte ihn wieder auf den rechten Weg bringen. Das haben wir ja nicht hinbekommen. Das heißt, müssen wir den nochmal umhauen, oder? So, Cunningham gab mir den Hinweis, dass ich in der Nähe des Lagers der Eingeborenen nach der Blume suchen soll. Vermutlich befindet sie sich in luftiger Höhe. Vielleicht auf einem dieser Felsplateaus. Und die Torgeschichte? So, er will unbedingt in den Tempel im verbotenen Tal. Also es muss ja auch irgendwie anders zu lösen sein, außer ihm jetzt ja die 1000 Gold zu geben. Also ich meine, das kann jetzt ja nicht die Lösung sein. Ne? So, hier kommen wir nicht weiter. Das Orakel... Da hat ja hier die Tenya von gesprochen, ne? Ein großes Schiff. In luftiger Höhe, sagt Cunningham. Was ist mit Red eigentlich los hier? Mach, dass du Land gewinnst. Arr. Ja. Also wir könnten im Prinzip ja eigentlich auch dort mal hinschwimmen, ne? Also nur, dass man sich das mal anschaut. Hier liegt noch ein Goldsack. So. Mal sehen, ob das geht. Ja, sieht gut aus. So, da haben wir doch schon mal ein Schiff. Ach, siehst du, mit denen haben wir auch gar nicht geredet hier, ne? Mit den Leuten hier. Da
haben wir hier eine Leiter. Schön, dass es dir gut geht. Du musst weiter. Ja. Hast du nichts zu tun? Doch, haben wir. Ah ja. So, ich gucke mal eben durch. Aber da ist nichts Neues. Hier, Jake. Hey Mann, ich glaube, ich sehe nicht richtig. Bist du es wirklich? Sieht ganz so aus. Hey Mann, was für eine Teufelei ist das? Wir haben dich begraben. Du warst mausetot, Mann. Ja. Freut mich auch, dich zu sehen, Jake. Echt? Schön für dich. Doch leider kann ich diese Freude nicht teilen. Du wärst mal besser unter den Steinen geblieben, unter denen wir dich begraben haben. Wie hast du das überhaupt gemacht? Irgend so ein Voodoo-Kram? So in etwa. Hab ich doch gewusst, Mann. Was willst du hier? Na. Ich will mein altes Schiff zurück. Das kannst du mal schön vergessen. Du bist nicht mehr unser Captain, klar? Keine Ahnung, aus welcher Hölle du wieder entfleucht bist. Aber den Kahn hier befehligst du nicht mehr. Das werden wir ja sehen. Ja, ja, jetzt kommen wieder die Drohungen und das Geprügel. Aber das wird dir nichts nutzen. Ohne Crew segelt dieses Schiff keinen Meter und die Jungs hier tun jetzt, was ich sage. Also spar dir das Affentheater, klar? Neue Quest, das Piratenschiff. Hier macht wohl mittlerweile jeder, was er will. Pass auf, Mann. Wir sind dir gefolgt, solange du unser stärkster Mann warst. Aber sieh dich doch mal an. Du bist doch nicht mal mehr die Hälfte von dem Mann. Erst wenn du wieder annähernd zu deiner alten Stärke zurückgefunden hast, werde ich dich ernst nehmen. Geh doch zu den Eingeborenen. Die kennen sich doch aus mit so einem Halbtoten wie dir. Wer weiß, vielleicht lernst du ja auch den einen oder anderen Voodoo-Zauber. Dann wäre ich beeindruckt. In der Südsee ist die Hölle los und ihr gammelt hier herum? Mach mal halblang, Kumpel. Seit wann kümmert dich die Südsee, Mann? Sollen die anderen Gemeinschaften sich doch um sich selbst kümmern? Solange die Geisterschiffe uns hier nicht angreifen, ist doch alles in bester Ordnung. Okay, kämpfst du mit deinem Schiff auch mal? Oder wartest du so lange, bis die Schatten dich und deinen Kahn überrennen? Wir sind nur noch ein kleiner Haufen hier. Warum sollten wir uns auf See mit den Schatten aufreiben? Und wenn uns die Eingeborenen unterstützen? Sie haben einen ziemlich steilen Zahn in ihren Reihen. Ich glaube, sie heißt Chani, eine Voodoo-Hexe. Ich habe gesehen, wie sie sich ihren Weg durch den Dschungel bahnte. Keins dieser Biester im Dschungel hatte eine Chance gegen sie. Das Mädchen hat wirklich was drauf, Mann. Du solltest diese Schnecke von deinem kleinen Krieg gegen die Schatten überzeugen. Wenn du das schaffst, bin ich auch dabei. Verstehe. So, neue Quest-Allianz mit den Piraten.